Recht herzlich willkommen zur 21. Folge von Stellaris. Ja, was haben wir denn hier so alles, ne? Was heißt denn da? Nova Konstantinopel. Ist ein Gasriese. Kann man aber trotzdem nicht bewohnbar machen. Das ist schade. Haben wir da aber schon die Energie, glaube ich, abgeschöpft, oder? Kann man da eigentlich irgendwas dran machen? Weil unser Energieproblem haben wir immer noch, ne? Ja, weiß ich nicht, geht nicht, ne? Das ist jetzt nicht so schön. Ja, hier ist unsere Oberfläche. Haben wir schon letztes Mal reingeguckt, können wir irgendwie nicht so ganz so was Tolles bauen, machen, tun. Ich baue da mal jetzt ein Kraftwerk hin, obwohl wir keine Personen dafür haben, aber besser wie gar nichts, oder? Gut, okay. Das ist jetzt unser Problem sozusagen. Das Kolonieschiff ist auch noch da, aber wir haben. Was leuchtet denn da gerade auf? Negative Bilanz, okay, das ist uns bekannt, oder das brauche ich nicht aufmachen. Inaktive Gebäude. Ja, das ist schon hier, das ist klar, aber. Ja, können wir weiterlaufen lassen. Das war auch schon mal auf minus 10, jetzt ist nur noch minus 7, ne? Weiß ich auch nicht warum. So, da haben wir gemacht, oder da ist was fertig geworden, vielleicht irgendwo. Das sieht alles so gut aus, in Anführungsstrichen. Das ist auch gut. Wo war das? Schon wieder ein Ressourcenspeicher voll. Wenn ich das anklicke, das hilft mir auch viel, ne? Da sehe ich immer nichts. Defensivabkommen Einladung, dieses diplomatische, okay. Machen wir gerade Pause. Ja. Zustimmen, ablehnen, Defensivabkommen, aber dann gehen die in Krieg. Nee, will ich nicht. Und dann sind wir nachher die Doofen, ne? So, können wir hier was machen? Können wir hier was bauen? Ach, das ist hier der Mond, ne? Das ist noch nicht mal der Hauptplanet. Ressourcen, ne, das sind ja auch gar nicht jetzt. Das sind ja drei Ingenieurforschungen. Die will ich ja gar nicht. Ich will, hab jetzt falsch geguckt. Ich will gar nicht Ingenieurforschung. Ich brauche Energie. Energie brauche ich. Die sehe ich hier aber nirgendwo. Also die, die ich sehe, die ist schon grün hier, dann ist die schon gebaut, ausgeschöpft. Diese ist noch nicht ausgeschöpft, da sind wir aber unterwegs, oder? Hier, da, zwei Ressourcen. Jetzt müssten wir nur gucken, sind die beschäftigt oder nicht beschäftigt, ist jetzt hier die Frage, ne? Felspotenzial. Ist das in der Eisweiber berichtet zufrieden, dass das Experiment erfolgreich war und dass eine erhebliche Menge dichter Mineraladern auf Ulcat 1a in nutzbare Ressourcen umgewandelt wurden? Supi. Ah, die sind. Das Konstruktionsschiff ist auf. Definitiv am Arbeiten und das auch. Gut, dann machen wir da gerade nichts. Das Forschungsschiff, das ist jetzt nichts zu machen, oder? Wie sehe ich das? Genau. Haben wir da jetzt noch Möglichkeiten? Nein. Dann können die das System mal erkunden. Dann haben die wieder Beschäftigung. Wo sind die? Die sind da. Okay. Ach, dann bauen die gerade schon das, was ich wollte. Okay, alles klar. Schwer beschäftigt sind die. Und jetzt ist auch nur noch 3 Minus da oben. Auch interessant, ne? Okay, wer ist das? Hungertod.
Hungersnot. Müssen wir mal gerade gucken. Das ist jetzt hier die Hungersnot. Ja, haben wir hier. Haben wir denn was umgestellt mit dem Essen? Nein, ne? Kann man hier was verbessern? Nicht wirklich, ne? Also wir bauen das, aber das ist... Nee, das ist ja... Bauen wir das jetzt oder das ist das schon? Ich verstehe es nicht. Aber auch jetzt nicht so wild. Wenn wir da was bauen. Ja, aber abreißen können wir es immer noch. Wir bauen das jetzt erstmal da. Planetarer Außenposten. Heimatwelt. Hungers. Tod. Zufriedenheit minus 5%, ja. Ist gerade so. Mal hier, feindliche Flotte in der Nähe. Wer ist das denn jetzt hier? Okay, kann man nicht mehr sehen. Wäre weggeflogen wahrscheinlich. Forschungsschiff aus Viper sollte irgendwo hin, aber forscht jetzt wieder nicht, weil irgendwo eine fremde Flotte ist. Auch schön. Nehmen wir nochmal das Forschungsschiff und schicken das jetzt mal hier hin. Sollen sie das erkunden? Auch gut. Das macht nichts, das Konstruktionsschiff, das ist schlecht. Machen wir dahin bewegen. Machen wir Na, schon weg. Bauvorhaben abgeschlossen, ist auch klar. Lassen wir das Schiff mal fliegen. Gucken, was dann passiert. Hier ist auch noch ein System. Könnte man auch mal erkunden, oder? Haben wir schon erkundet, ist nichts drin los. Alles klar. Gut. Ja. Fliegen mitten durchs System. Neutrale Flotten. Zwei Forschungsschiffe. Auch schön, ne? Wo sind die denn jetzt eigentlich? Die fliegen mal dahin, ne? Gucken wir uns mal an. Was das hier noch welche für waren. Ach, Piraten. Okay. Piraten kann man immer schön kaputt machen. Das ist eine gute Idee. Bauvorhaben abgeschlossen. Konstruktionsschiff ist wo? Da. Können wir hier auch noch was anderes machen? Das bringt uns irgendwie nicht weiter, ne? Technologie erforscht. Wächterpunkteverteidigung. Lyturgas können wir da abbauen. Da gibt es einen Warp-Antrieb 2. Hört sich an, als ob ich das hier machen möchte. Das war jetzt die fremde Flotte. Jetzt müssen wir mal gerade Pause machen.
Weil da jetzt wegfliegen will ich nicht. Ich will jetzt endlich gucken, was da Sache ist. Pirat Hideout und das ist ein. Okay, da sind einige da. Aber wo ist unser Schiff? Ach, da. Na, die sind ein bisschen besser, ne? Was machen wir dann mit der Flotte? Würde sagen, die schicken wir dann erst zurück, oder? Schick die mal erst hier hin. Und gucken wir noch, dass wir hier was zusätzlich machen, oder? Korvette. Okay, das ist das, alles klar. Lass uns die mal weiterbauen. Ist noch ein Konstruktionsschiff, was nichts macht. Ist hier denn was zu konstruieren erstmal? Ja, da wäre etwas zu konstruieren. Bergbaustation bauen. Mach das mal. Da unten auch noch einmal. Okay. Schauen wir uns an. Das Forschungsschiff hat nichts zu tun. Wo ist denn das da? Dann erkundet das System mal, gucken, ob ihr da hinfliegen könnt. Dann habt ihr was zu tun. Das Konstruktionsschiff hat nichts zu tun, oder was? Nee. Dann sollen die doch hierhin fliegen und da die Bergbaustation bauen. Anomalie. Okay, 12%iges Problem erforschen. Gut, läuft. Weiter geht's. Alle beschäftigt, bis auf das Kolonieschiff. Die Flotte hat immer noch 172 Trefferpunkte. Was ist hier? System erkundet. Wo war das erkundet? Okay, schon weggeflogen. Und hier Anomalie. Die forschen schon. Wunderbar. Also noch mal gucken. Hier oben auf Asthma. Wo ist denn das jetzt, Ass? Noch weiter hoch. Ja. Hier haben wir die Flotte hingeschickt. First Strike. 197 Kraft. Okay, dann müssen wir da noch mal gucken. Die sind jetzt angekommen. Die sind 23. Gibt es das dann da? Jo, 221, 260 war das eben. Das Kolonieschiff, das war verkehrt. Da müssen wir hin. Okay, da kommen auch noch zwei. Okay, Wahrscheinlichkeitsrätsel. Wir haben einen Bericht von Wissenschaftsoffizier Avalit Bart erhalten. Anscheinend kreist ein keramischer Behälter um den Stern Dur. Nicht da sein, aber trotzdem hat er es irgendwie in einer engen Umlaufbahn geschafft. Wir können ein Spezialprojekt ausgeben. Ja, lösen. Wollen wir wissen, ne? So, die werden schön gebaut hier, ne? Details, Kampfstatistik, na toll. Die Korvette wird gebaut, ja. Die kommt dann da auch gleich zu, die zwei Schiffe. Dann müssten wir eigentlich, ja, vielleicht müssen wir noch eins mehr haben, könnte sein, ne? 23, das wären 200. 44, 267 sind es am Ende dann, ne?
Warum bewegen die sich denn alle? Ah, jetzt. Ist klar. 246, dann sind es 269. Ich glaube, dann machen wir noch eins mehr rein. Und dann können wir die Piraten versuchen, mal anzugreifen. Hatten wir aber auch mehrere, ne? Müsste man überlegen, wo genau, ne? Schwierig. Ein bisschen Überlegung müssen wir haben, ne? Sonst klappt das alle nicht. Ein Anführer hat eine neue Stufe erreicht, das ist doch sehr schön. Und hier Bauvorhaben abgeschlossen. Stopp mal. Das Bauvorhaben ist klar. Anführer verstorben. Das ist schlecht. Haben wir denn noch einen Anführer? Die Ast Traveler, warte mal, das müssen wir nochmal checken. Das ist ein Forschungsschiff, das heißt, wir brauchen einen Forscher. Wissenschaftler haben wir, aber. Ach, er wäre jetzt hier. Okay. Ja, wollen wir. Und wir müssen da jemand Neues einstellen dann. Was haben wir denn hier? Wanderer. Akribisch. Anpassungsfähig. Nikolai. Ja, komm hier, den unteren. Machen wir mal. Gut, das Forschungsschiff ist also wieder besetzt. Die Forschung läuft auch. Was haben wir hier? Laufende Forschung fehlt Wissenschaftler. Physik hat keinen Wissenschaftler vor Ort. Ist eigentlich erledigt. Das Bauvorhaben ist abgelaufen. Und da ist auch schon Konstruktionsschiff, ne? Stimmt. Haben wir irgendwo noch die Möglichkeit, was zu machen? Irgendwo noch Energie nicht ausgebeutet. Denk schon, ne? Überall. Ja, nee, es ist überall die Energie gemacht. Ich glaube, die Forschungsschiffe sind aber beide da unten. Das ist auch nicht so prickelnd. Fliegen wir mal mit dem hier hinfliegen. Fliegt denn der lang, meine Güte? Ob das so gut ist? Ja. Erledigt. Anführer verstorben. Ist auch erledigt, ne? Gut. Läuft, würde ich sagen. Aber für die Folge würde ich sagen, soll es wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.